Wir üben heute ein paar Ansätze für Textaufgaben, gerade wenn es ums Skizzieren und Erkennen von irgendwelchen Raumdiagonalen geht. Probieren wir erstmal was Einfaches. Nehmen wir uns mal Folgendes an. Ihr schreibt mal mit, ich schreibe auch mit. Und zwar ein rundes Zirkuszelt. Das sieht aus wie ein, letzten Endes, wie eine ganz flache Pyramide auf einem Zylinder stehend. In diesem runden Zirkuszelt ist ein Seil gespannt, worauf ein Seiltänzer tanzt. Und zwar hier oben von der Ecke bis zur anderen Ecke. Und da der Seiltänzer da drauf steht, und zwar genau in der Mitte steht, der Seiltänzer, ich mache mal hier einen schnellen roten Seiltänzer hin. So, dann hat er noch eine Stange. Gut, da der da in der Mitte steht, haben wir schon mal was Gutes. Das ganze Zirkuszelt ist 30 Meter im Durchmesser. Hier ist das Durchmesserzeichen. Durchmesser ist gleich 30 Meter. Wenn ihr das mal seht, ne, statt D schreiben wir einfach 30 Meter und dann mit diesem Durchmesserzeichen. Das heißt übrigens auch Durchschnitt, das Zeichen. Gut, und da steht er drauf. Und zwar, der steht so drauf, dass wenn man außen drüber fluchtet, in Auberginen fluchtet, dann ist das Seil um 2 Meter durchgebogen, hätte ich beinahe gesagt, wird durchgedrückt. Das heißt, das Seil verlängert sich, das ist elastisch, der Seiltänzer steht drauf und ist um 2 Meter nach unten gebogen. Jetzt die große Frage, wie lang hat sich das Seil verlängert? Also Frage ist, die Verlängerung des Seils, wie wir die dann bezeichnen, ob mit X, Y oder Z oder ABC, ist egal. Die Verlängerung des Seils, das ist gesucht. Jetzt, wir machen jetzt bloß die Ansätze fertig, das heißt, wir müssen die Skizze machen, die Arbeitsskizze. Und wenn wir das gemacht haben, ist der Rest purer Luxus, das kann man dann selber rechnen. So, macht mal. Eigentlich war es leicht. Wir haben hier ein Arbeitsdreieck, das ist der Durchhang, die 2 Meter, wo der Artist draufsteht. Das ist das Seil, wie wir es jetzt sehen, das ist K. K wie Köhler haben wir es genannt, deswegen. Und das hellblaue wäre das Seil, wenn er nicht drauf stünde, ne, wenn es vollkommen gespannt ist. Das sind dann logischerweise, weil er genau in der Mitte steht, 15 Meter. Naja, das Berechnen ist jetzt wirklich leicht. Also wir können sagen, K² ist gleich 15 Meter in Klammern zum Quadrat plus 2 Meter in Klammern zum Quadrat. K² ist demzufolge 225 Quadratmeter plus 4 Quadratmeter. Und wir können jetzt daraus die Wurzel ziehen. Das geht schon. Mal sehen. Wir rechnen halt doch. Denn wir wollen ja die Verlängerung haben. Mal sehen. Tippt es mal ein. Schön. Wir haben jetzt nochmal darüber diskutiert. Warum muss ich erst die Summe bilden und darf dann die Wurzel ziehen? Das ist ganz leicht zu erklären. Stellt euch nochmal unser 3-4-5-Dreieck vor. Hier 3, hier 4, hier 5. Längeneinheiten irgendwas. Hier ist der rechte Winkel. Wenn ich sage 3 plus 4, ja, das ist 7. Aber 7 ist nicht 5, ne? Das geht nicht. Aber die Quadrate gehen. 3 Quadrat plus 4 Quadrat, und das muss ich zuerst machen. 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16. Und dann kann ich sagen, daraus die Wurzel, aber aus allem. Ich muss das zuerst bilden. Das ist dann wirklich wieder 5. Das funktioniert, Moment. Und jetzt müssen wir noch eins machen. Wir wollten die Verlängerung. Das ist das Problem an der Sache. Wir wollen nicht wissen, wie lang das Seil ist. Das stimmt ja gar nicht. Sondern wir müssen die Verlängerung ausrechnen. Das heißt, wir nehmen also diesen Kram mal 2. Die Verlängerung ergibt sich so. Das heißt, um wie viel wird das Seil länger? Die Verlängerung kann ich gleich, Verlängerung, die kann ich später noch V nennen. Dann sage ich, okay, das nehme ich wieder mal 2, das Seil. Also K mal 2. Und ziehe dann ganz normal 30 Meter ab in diesem Fall, weil das war die originale Länge. Aber das lassen wir jetzt wirklich sein. Fragen dazu? Gut, das heißt also, wenn ich das jetzt hier einsetze, dann ergibt sich eine Verlängerung von, das kann man ganz schnell errechnen, 0,264 Meter. Nur immerhin 26 cm länger geworden, der ganze Kram. Ne? Also, das bis dahin. Noch irgendwelche Fragen? Wir stellen uns mal einen Zylinder vor und wir wollen innerhalb des Zylinders, ich sage dann gleich was zu den Maßen, wir wollen innerhalb des Zylinders von einer Ecke zur anderen
Wobei das in diesem Fall... Oh. Nee, ich mach's mal so, dann fällt es besser auf. Quer durch den Zylinder, durch die Mittelsenkrechte des Zylinders, genau hier durch, oh, wieder zu weit, genau hier durch, wollen wir mal messen, wie lang wird das. Und zwar, die Maße sind wie folgt gegeben, das ganze Biest hat einen Durchmesser von 2 Metern und ist 3 Meter hoch. Probieren wir es anhand dieser Maße. Wir können jedes beliebige Maß nehmen. Ne? So, gesucht ist also eine Raumdiagonale in diesem Fall. Jetzt müssen wir ein Arbeitsdreieck daraus bilden. Mal bitte keine bürokratischen Handlungen jetzt hier, weil das stört. Jetzt müssen wir hier wieder ein Arbeitsdreieck bilden und deswegen bezeichnen wir mal die rote Linie, unsere Raumdiagonale, die mitten durch den Zylinder geht. In diesem Fall sagen wir einfach D dazu. Wir können es auch anders nennen, aber jetzt sagen wir D dazu, schießt mal los. Gesucht ist also D, Lösung, jetzt seid ihr wieder dran. Es gilt wie folgt, wer sich das traut, hier vorne darzustellen, gerne, es gibt mündliche Zensuren. Ne? Ja, weil das ja, also, weil hier sind ja überall der Durchmesser, ist immer 2 und die Höhe ist ja auch überall 3, deswegen habe ich jetzt einfach hier mein Arbeitsdreieck rausgenommen und hier habe ich es nochmal hingemalt. Also hier müssen wir jetzt wirklich nichts rechnen. D Quadrat ist 3 Meter in Klammern zum Quadrat plus 2 Meter in Klammern zum Quadrat. Wurzel draus, Ende, fertig. Sehr schön gezeigt. Genau so macht man es. Gut. Noch ein anderes Beispiel. Gegeben sei ein in einem Zylinder eingeschriebener Kegel. Das ganze Biest hier, der Zylinder, ist, bleiben wir bei 3 Meter. Machen wir das nochmal. 3 Meter und 2 Meter. Entsprechend von den Maßen. Der Kegel ist genau gerade, also ein richtig schicker Kegel. Das heißt, im Mittelpunkt der Deckfläche des Zylinders, da ist die Spitze des Kegels angebracht. Und wir möchten gerne wissen, wie lang ist diese Kegel, eine Kegelseite. Also eine Mantellinie, sagt man auch dazu. Nennen wir sie in diesem Fall mal M. Ah ne, wegen der Meter nicht. Wir nennen sie trotzdem wieder S. Okay, ihr seid dran. So, also die Höhe ist ja 3 Meter lang und ich habe jetzt das Arbeitsdreieck hier nochmal hingeschrieben und ja, ich weiß nicht. Die Höhe, die kann ich aber sonst wo messen. Wieso hast du da? Zeig mal. Hier. Ne? Ja. Ja, genau, das sollte es zeigen. Ach so. Gut, der Rest ist gleich. Alles klar, bye bye. Auch wenn ich was dagegen hätte, aber ich nehme doch wieder 3 Meter und 2 Meter. Warum? Wir basteln uns jetzt ein ganz seltsames Ding. Und zwar von der Hälfte des Durchmessers, dann das entspreche ja im Radius, aber von der Hälfte des Radius bis zur anderen Hälfte des Radius, hier ist der Mittelpunkt, eine Diagonale. Und was müssen wir dann tun? Um die geht es. Also, das ist die Hälfte. Das ist ein halb R. Ne, der Radius, der geht ja von hier bis hier, von der Mitte. Demzufolge ein halb R. Und hier unten auch. Ihr müsst nicht mit ein halb R arbeiten, aber das bietet sich an. Na denn, gesucht ist wieder S. Genau die Frage, die war wichtig, die ist oberwichtig zu präzisieren. Was ist denn, wenn ich das nicht ganz genau bestimme? Ich muss natürlich noch sagen, dass die unbedingt durch die Mittelsenkrechte läuft. Sonst geht's nicht, denn sonst könnte ich auch sagen, ein halb R wäre auch hier, ne? Könnte ich auch hier irgendwie eine Linie reinschmeißen. Auch das wäre möglich. Und sagen, wie groß ist S? S könnte also total unterschiedlich sein, aber das ist es nicht, sondern die geht in diesem Fall genau durch den Mittelpunkt der Mittelsenkrechten in diesem Zylinder. Noch eine Frage? Ich habe das Dreieck so gemacht, da das hier ja 3 Meter sind, die Höhe 3 Meter, und das hier muss dann ja 1 Meter sein. Da das hier die Hälfte ist, dann hier ein halber Radius und ein halber Radius,
Und da das insgesamt 1 ist und das Ganze 2 sind, sind 1 minus 2 ist 1. Also muss das 1 sein und dann ist das halt hier. Das heißt also, was könnte man mit dem Dreieck machen? Man könnte es auch? Man könnte es auch einmal nach rechts verschieben, um einen halben Radius. Mhm. Und dann ist das hier auf dem Punkt und dann geht das da so hoch. Also ich habe das Arbeitsdreieck hier genommen, aus dem Kleinen. Und habe das und dann habe ich das nochmal neu aufgezeichnet, beschriftet mit S halbe, weil es ist ja nicht, das ist ja die Hälfte von der S-Linie. Und dann habe ich jenes Arbeitsdreieck ausgerechnet und die Wurzel aus beiden Seiten gezogen, damit ich auf S halbe nochmal komme. Und wenn man das mal 2 nimmt, hat man die ganze S-Seite. So, wir können das Video abschließen. Genau so macht man es. So und nicht anders. Fein gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, die Ansätze sind allen Leuten klar, die jetzt zugeschaut haben. Ich kann nur immer empfehlen, üben, 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 üben. Und viel, viel, viel malen. Nicht gucken, Mund geht immer weiter auf, sondern malen, malen, malen. Und dann klappt es auch. Ja, mit solchen Aufgaben. Also, das war das Video. Bis dahin.